Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Wir sollen die Kommandozentrale von Meridian betreten. Das machen wir doch. Da jetzt gerade Action ist, musste ich mal kurz im Menü anmoderieren. Ryder, ich habe einen Energiestoß auf den Scans entdeckt. Der Sektor, in dem Sie sind, hat geleuchtet wie im Karneval. Das ist Karneval. Was ist los? Sind Sie alle... Ich kann jetzt nicht reden. Ja, wir sind gerade ein bisschen beschäftigt, Subi. Oh, da ist ein Zerstörer. Warum habe ich die Waffe gewechselt? So. Den Zerstörer wollte ich die wechseln, ja. Warte mal, wir machen mal... Nee, Brandmunition. So. Hier möchte ich auch mal Brandmunition. Sollte nicht hier stehen. So, jetzt brennt der. Keine Deckung hat und fast in die Brühe springt. Aber, also die Brandmunition bringt bei gerüsteten Sachen schon echt viel, also bei gepanzerten. Könnten wir die Energie an den ganzen Schäden vorbeileiten. Wir sollten doch jetzt zur Kommandozentrale. Achso, ich wollte noch einmal Muni mitnehmen. Wo stand denn hier Muni rum? Stand hier nicht irgendwo Muni rum? Da. Gut, dann machen wir weiter. Wir müssten jetzt Zugang zu der Kommandozentrale haben. Okay, zwei Türme laufen. Wir müssten jetzt in den Hauptkontrollraum von Meridian gelangen. Meine Begleiter kommen nicht mit hier lang? Okay. Ja, ich weiß auch warum. Nein! Komm, Ryder! Wir gehen da lang, wo es sicher ist. Wo ich nicht in irgendwelche Plörre springe. Diese Wolke dort, die wertet... Welche Wolke meinst du? Cat! Wie konnten die denn vor uns hier sein? Wir werden nicht zulassen, dass sie die Früchte unserer Arbeit ernten. Das kriegen wir schon hin. So. Ich stelle
so hin. Nehmen wir erstmal die, die schon wissen, wie sie stehen wollen. So. Nicht scannen. Ich bin gerade auf die falsche Maustaste gekommen. So. Ah, da wird Zerstörer gegen Koloss. Auch eine interessante Kombi. Ich verstärke ihre. Ich nehme auf jeden Fall mal eine neue Dreikondition. Eher was gegen Panzerung und nicht gegen Schilde was. Boah. So, nochmal. In Deckung gehen, ja. Achso, ich habe schon geschossen. Hat sich gerade nicht so angefühlt. Ist er down? Sehr schön. Da ist Leben. Ich will mir kurz Leben schnappen. Tiger stehen da bitte. So, einer weg. Zweiter anscheinend auch. Okay, ich bräuchte für nächstes Mal wieder Munition. Ah, da oben ist welche. Ryder? Pack deine Waffe weg. Zieh dich hier hoch. Die Munition ab. So. Bleiben. Noch ein Tilger.
Jetzt reicht's aber auch, oder? Jetzt gehen wir hier durch und dürfen gegen Cat kämpfen. Wieder Gravitationsschacht? Keine Ahnung, aber das sieht wie ein Gravitationsschacht aus. Pathfinder, ich mache große Fortschritte beim Aufbau einer brauchbaren Datenbank der Reliktsprache. Wir haben bisher noch keinen Ort entdeckt, an dem sie derart häufig vorkommt wie hier. Also, nächste Schritte des Gegners nicht eindeutig. Alternativ Feind Schänder ermittelt aus Geheimnissen nicht eindeutig. Alternativ Informationen, Nachrichten von Gellen Übersetzung nicht gefunden. Handeln Sie, beschützen Sie die Arbeit. Individuelles Leben ist nichts, die Maschine des Lebens ist alles. Das ist, sind aber schon sehr eindeutige Signale. Los geht's. Wir reisen mal nach unten. Oder oben. Anscheinend. Okay. Hinten ist zu. Hier ist ein Behälter. So, wir müssen doch jetzt noch gegen die Cat kämpfen. Komm. Endlich. Joel kommt nicht mit. Doch, jetzt schon. Also wir haben hier sehr viel Munition. Das heißt, hier kommt gleich ein fetter, fetter Kampf. Oha. Ja. Na dann. Anpassen! Übersetze. Verbindungsabbruch. Meridian-Antrieb fehlt. Sam, ist etwas beschädigt. Können wir die Systeme wieder instand setzen? Tut mir leid, Pathfinder. Die Systeme sind intakt, suchen aber nach einer Komponente, die anscheinend nicht vorhanden ist. Was soll das heißen, sie ist nicht vorhanden? Moment, Pathfinder. Ich habe etwas entdeckt. Tavadona Vera. Ansoloran Asa Voltavganye. Bera Iras. Übersetze. Letztes Administrator-Log. Die Waffe des Feindes könnte enorme Schäden anrichten. All unsere Waffen und Schiffe werden uns und mein Ziel nicht schützen können. Wir trennen Meridian vom Befehlskern und lassen ihn hier, um den Beschuss auf sich zu lenken. Meridian enthält das ganze Werk der Jordan, nichts anderes zählt. Ich schicke es fort. Wir können eines Tages zurückkehren und die Erneuerung fortsetzen. Ende des Logs. Der Archon lag falsch. Das hier ist nicht Meridian. Meridian ist fort. Aber wir können es doch finden, oder? Die Cat! Wir müssen hier raus! Okay, los, verschwinden wir von hier. Sam, such einen Ausgang, der uns von den Cat wegführt. Es gibt nur den einen Ausgang, Pathfinder, aber die Reliktstadt besitzt Verteidigungsanlagen und dies ist ihre Kommandozentrale. Verteidigungsanlagen, natürlich. Wir setzen sie ein. Jetzt!
machen. Der Archon will diese. Vernichtet den Rest. Okay, ich wusste doch, wir müssen dann noch gegen das Schwert kämpfen. Vorsicht! Das ist eins von denen, die sich tarnen können! Ich hasse diese Dinger! So, ich konzentriere mich mal auf das Schwert. Von dem ich leider gerade überhaupt keinen Lebensbalken sehe. Jetzt aber wieder. Ich hätte gerne mal ein bisschen Disruptor. Habe die Anführerin aus den Augen verloren. Oh ja, toll. Taucht direkt hinter uns auf. Ich wusste sofort, als ich sie sah, dass diese Kette Ärger bedeuten. Ryder, sie werden doch Meridian nicht aufgeben. Wenn wir alle sterben, spielt das... Da. Nächstes Mal. Hab dich. Ja. So, ich muss einmal ganz kurz Muni wiederholen. So. Ein bisschen Beiwerk wegmachen. Vielleicht erstmal den Kolos wegmachen. Oh, eine Biotikum, die da hatte wohl gerade, wie heißt die Flora, was draufgehauen. Hier an der Seite war das. Okay. Drauf geschickt, ne? Tempest an Boden, Team. Alles okay bei Ihnen? Ja, uns geht's gut. Wir haben alles aus dem Orbit mit angesehen. Es war unglaublich. Die gesamte Stadt ist erwacht. Die Scans haben völlig verrückte Daten geliefert. Und die Cat ziehen sich zurück. Was auch immer sie gemacht haben, Ryder, es hat funktioniert. Freut mich, das zu hören. Ein vollständiger Rückzug? Sehr schön. Gibt es irgendetwas Neues zu Meridian? Konnten Sie es schon aktivieren? Das hier ist nicht Meridian, oder zumindest nicht alles. Wir bringen Sie später auf den neuesten Stand. Meridian ist also weg, aber sollte dieses Ding nicht wissen, wo es hin ist? Der Kontakt mit der Geißel hat Meridian von seinem Kurs abgebracht. Es würde Jahre dauern, seine aktuelle Position zu ermitteln.
all diese Relikttechnologie um uns herum. Die Jardan müssen doch einen Plan gehabt haben. Hatten sie denn Zeit, sich einen Plan zurechtzulegen? Okay, also, wenn die Geißel für das ganze Chaos verantwortlich ist, sollten wir vielleicht genau da ansetzen. Und was heißt das konkret? Ich hatte eigentlich gehofft, einer von Ihnen könnte meinen Gedanken zu Ende bringen. Okay, wir haben zwar kein Meridian, aber wir haben die Cat aus einem wichtigen Stützpunkt vertrieben. Das ist ein großer Erfolg. Das bedeutet nur, dass wir unseren Vorteil nutzen müssen, solange sie noch geschwächt sind. Wir müssen Meridian finden. Das echte Meridian. Sam, sammle so viele Daten wie möglich und sag der Tempest, sie soll uns abholen. Vor uns liegt jede Menge Arbeit. Vor uns allen. Okay, das machen wir natürlich noch, die Cutscene. Pathfinder, sind alle wohl auf? Kommen Sie zur Sache. Wir wissen beide, was Sie sagen wollen. Wenn Sie meinen, Sie haben sich widersetzt. Ihre Suche nach Meridian war ein Verstoß gegen Befehle der Initiative. Und das, obwohl wir gute Gründe dafür hatten. Aber Sie hatten recht, Ryder. Wir hätten Ihnen vertrauen sollen. Sie haben ein ums andere Mal bewiesen, dass Sie den Titel Pathfinder verdienen. Ich war noch nie so froh, mich zu irren. Ich wusste, Sie würden es irgendwann kapieren. Soweit ich weiß, gibt es noch Hindernisse auf dem Weg nach Meridian. Die Initiative wird Sie mit allem unterstützen, was Sie brauchen. Pathfinder, wenn Ihr Gespräch mit der Nexus beendet ist, würde ich gerne mit Ihnen reden. Ich glaube, ich weiß, wie wir Meridian finden können. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Suvi sprechen. Ja, wir haben uns ja der Nexus wieder 6 gesetzt, aber ganz ehrlich, von der Führungsriege halten wir, glaube ich, alle nicht so viel. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Schnitt. War eine ereignisreiche Folge. Aber die Kämpfe haben eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Und ja, mal sehen, ob wir Meridian finden. Okay. Wir sehen's in den nächsten Folgen. Bis dahin, ciao, ciao.